Gofus zu Gast auf Schloss Basthorst und auf Winzengolf in der Nähe von Schwerin. Am ersten Tag der 27-Loch-Championship auf dem traumhaften Linkskurs. Mit den Ballzauberern der Gofus. Ein Eldorado für die Chef-Scouts aus der Bundesliga wie Seppo Eichkorn. Fußballer und Handballer ohne Grenzen. Sogar kleinste Außenseiterchancen wurden konsequent genutzt. Kein Wunder, denn die Extremsportler der Gofus hatten sich wieder intensiv vorbereitet. Ja, ich bin 4 Wochen den Camino gelaufen, also den Jakobsweg gelaufen, die 800 Kilometer. Und war fantastisch, war ein Traum. Auch andere Gofus waren gelaufen, soweit die Füße trugen. Bei der Eröffnung ihres 101. Spiel- und Bolzplatzes in Lübeck-Siems. Mit Vize-Weltmeister Thomas Helmer und Lothar Sippel als Torjäger feierten die Gofus gegen die heimische Kreisliga 11 ein Schützenfest. Und hinten hielt Kulttorwart Martin Pickenhagen seinen Kasten sauber. Entstand 3:5 aus Sicht der Gofus bei dieser etwas anderen Einspielrunde. Bevor es auf einem der faszinierendsten, aber auch schwersten Plätze Deutschlands ernst wurde. Aber wenn dann mal ein Ball ins Loch fiel, war die Freude umso größer. Ja, gestern hat es Spaß gemacht, heute macht es im Moment auch Spaß, obwohl der Platz ein bisschen mir etwas zu leicht erscheint. Meine Qualitäten sind da etwas stärker. Aber ja gut, man muss ja auch mit solchen Plätzen mal klarkommen, die relativ flach sind und die einfach zu spielen sind. Immerhin hatten die golfspielenden Fußballer und ihre Freunde noch genügend Power, um am Abend noch einmal Weltmeisterschaft zu feiern. Mit Kultschiedsrichter Bernd Heinemann als Manolo aus Magdeburg. Dann ging es voll fokussiert in den Finaltag auf dem Winston Open. Nicht weniger schön, aber genauso anspruchsvoll. Kein Problem für die Könner der Gofus. Ich habe wirklich gutes Golf gespielt heute, ohne Scheiß. Beste Golf meines Lebens. Und die 18? Okay, ich war am Baum. Dann war der Kameramann im Weg. Mein Freundchen, klären wir nachher noch. Wenn so ein natürliches Hindernis auf dem Golfplatz ist, kann man versetzen. Aber den Kameramann versetzen. Oder ihm einen Schlag versetzen. Es waren jetzt schon unvergessliche Tage in Winston. Obwohl der Höhepunkt der 27-Loch-Championship noch bevorstand. Denn nun konnten endlich die Feierlichkeiten beginnen. Same procedure than every year, ne? Also immer das Gleiche. Also wir sind immer gut drauf, ganz klar. Also bei uns hat sich nichts geändert, egal wie das Wetter ist, egal wie bescheiden der Score auch teilweise ist. Party können wir immer und Spaß haben wir sowieso andauernd. Auf der Gala im Schloss Basthorst galt es dann, die Sieger zu ehren und Bilanz zu ziehen mit dem Sky-Experten vor Ort. Ich erweitere meine Expertise ja jetzt auch bei Sky über den Fußballhorizont hinaus. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann den Herrn Knaus und Mischko vielleicht sogar mal Konkurrenz machen kann. Es macht halt unheimlich viel Spaß und ich hoffe, dass ich noch einige dieser Turniere miterleben darf und dann auch auf dem Treppchen lande. Diesmal ganz oben auf dem Podest und damit Champion der Gofus ein alter Bekannter. Carsten Hutwelker. 255 Spiele in der ersten und zweiten Liga. Jetzt der erste Titel. Und dann gleich 27-Loch-Champion, der Gofus. Champion,